Das ist Christian. Christian ist Nationalpark-Ranger im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Er befindet sich gerade nördlich von St. Peter-Ording. Seit 1985 ist das Gebiet als Nationalpark geschützt und darüber hinaus von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Lass deinen Blick schweifen. Erkennst du den Leuchtturm von Westerhever? Dieser gehört in Deutschland zu den bekanntesten Leuchttürmen. Schaue nach links und genieße die Aussicht über die Weiten der Salzwiesen. Bist du bereit fürs Watt? Wir stehen jetzt hier relativ weit draußen auf der Wattfläche und schaut euch diese faszinierende Landschaft an. Der Meeresgrund trifft hier auf den Horizont und wenn man hier durchs Spektiv schaut, das tue ich jetzt mal, dann sieht man auch schon, dass wir hier nicht alleine sind. Das Wattenmeer wird nämlich genutzt von einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Und hier die ganzen weißen Punkte, die man sieht, das sind alles Vögel, das sind Brandgänse. Die kommen hierher, um hier zu rasten, um hier zu fressen. Und das tun sie deswegen, weil dieses Wattenmeer nämlich ein ganz besonderes ist. Es ist die größte zusammenhängende Wattfläche weltweit. Sie erstreckt sich von Dänemark, von Esbjerg bis runter in die Niederlande. Und das nutzen die Vögel, die hier eben durchziehen. Und jetzt ist der Winter langsam vorbei. Die Tiere kommen wieder hoch aus ihren Winterquartieren und ziehen in den Norden. Und ich würde einfach mal sagen, kommt einfach mal hierher zu uns, genießt dieses Stück wilde Natur. Und wenn ihr Fragen habt, die Nationalpark-Ranger sind immer für euch da.